Hey Leute, das Marvel-Universum hat sehr, sehr viele Helden mittlerweile. Aber dadurch haben die natürlich auch sehr, sehr viele Schurken. Doch wer eigentlich die mächtigsten Schurken von allen sind, also vom gesamten Marvel-Universum, das erfährst du jetzt in diesem Video. Dafür habe ich mir Verstärkung geholt, und zwar den lieben Marco. Und jetzt stellen wir euch die 6 schlimmsten Marvel-Schurken aller Zeiten vor. Viel Spaß! Platz 6. Dr. Doom. Victor Van Doom ist ein arroganter Milliardär, der eine Expedition ins Weltall finanziert hat. Aber nicht mit dem Gedanken, die großen Weiten des Universums zu erforschen. Nein, er wollte unbedingt seine Ex-Freundin Susan Storm zurück. Doch irgendwas ist bei der Expedition schiefgelaufen und sie wurden von einer Wolke aus einer anderen Dimension getroffen. Dabei bekam er Superkräfte, aber er setzte sie nicht für das Gute wie die Fantastic Four ein, sondern gegen sie. Er ist das erste Mal in den Comics 1962 aufgetaucht, in der Ausgabe 5 Fantastic Four. Außerdem wurde er von S.H.I.E.L.D. als der gefährlichste Schurke der Welt eingestuft. Und er ist seither der schlimmste Feind von den Fantastic Four. Platz 5. Armin Sola. Armin Sola ist ein verrückter Wissenschaftler, der zusammen mit Red Skull Steve Rogers bekämpfen will. Deswegen hat er eine Möglichkeit gesucht, seinen Verstand zu retten bzw. auch zu erweitern. Also fand er eine Möglichkeit, seinen Geist mit dem Internet zu verbinden und ist deshalb gefährlich, da er im Netzwerk so einiges anstellen könnte. PS, wenn ihr jetzt wollt, dass Armin Sola nicht diesen Kanal löscht oder bannt oder sonst was, dann liked und kommentiert. Platz 4. Ultron. Ultron ist eine künstliche Intelligenz, die von Tony Stark erschaffen wurde. Er sollte eigentlich dazu dienen, den Weltfrieden herzustellen. Jedoch verstand er die Mission einfach nur komplett falsch. Er dachte, er sollte die Menschen auslöschen, da sie zu fehlerhaft sind. Es gab schon eine 6-teilige Comicreihe, die gezeigt hat, was passieren würde, wenn Ultron gewonnen hätte. Und das sah für unsere Helden gar nicht gut aus. Platz 3. Thanos. Nein, tatsächlich ist Thanos nicht auf Platz 1. Er ist vielleicht einer der mächtigsten Marvel-Schurken, das stimmt auf jeden Fall, darum ist er auch auf dieser Liste, aber auf Platz 1 ist er nicht. Der Titan Thanos kommt, wie ihr schon vermutet habt, und jetzt pass auf, vom Planet Titan. Er ist einer der mächtigsten Gegner der Avengers. Wer Avengers 3 sich angeguckt hat und den vierten Teil angucken wird, der weiß definitiv, von was ich rede. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr euch auf den vierten Teil Endgame freut, also ich bin richtig gehypt schon darauf. Platz 2. Dormammu. Dormammu ist ein Wesen aus einer dunklen Dimension, der Zauberer schickt, um ihm quasi die Türen für die Welt zu öffnen. Es ist ein Feind von Doctor Strange, der im Endeffekt halt einer der mächtigen Wesen im Universum ist. Meint ihr, Dormammu wäre ein süßes Haustier? Schreibt's mal in die Kommentare. Platz 1. Ego. Ego ist der Vater von Peter Quill. Peter Quill gehört ja zu den Guardians of the Galaxy. Ich denke mal, alle Marvel-Fans sollten das wissen. Denn sein Vater ist ein Celestial. Falls du wissen willst, was Celestials überhaupt sind, dann musst du oben auf das i-Pünktchen klicken. Da kommst du zu einem Video, wo das Ganze nochmal genauer erklärt wird, was Celestials eigentlich sind. Ego ist eigentlich in den Comics zumindest ein gesamter Planet, auch wenn das in den Filmen ein bisschen anders dargestellt wurde. Und als Gott ist er sowieso einer der mächtigsten Wesen dieses Universums. Da könnte nicht mal Thanos mithalten. So Leute, das waren jetzt die 6 schlimmsten Marvel-Schurken aller Zeiten. Welche Schurken feierst du oder findest du am schlimmsten? Schreib uns das doch mal in die Kommentare. Am Ende werde ich euch ein paar Videos verlinken, die ihr dann vielleicht noch anschauen könnt, falls ihr Lust darauf habt. Ansonsten übergebe ich jetzt das Schlusswort an den Marco und bin damit raus. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt und nicht hören wollt, dann guckt doch einfach in der Videobeschreibung und klickt auf den Link. Und weil es so schön war, habe ich mir gedacht, schneide ich jetzt einfach mal die Outtakes hinten dran, weil so ein Video aufzunehmen ist immer sehr aufwendig und natürlich ist der ein oder andere Versprecher drin. Und ich dachte, das zeige ich euch jetzt einfach auch nochmal. Platz 100! Der Titan. Der Titan! Ich weiß aber, zu viele Ds drin. Ultron ist eine künstliche Intelligenz, die von Tony Stark erschaffen wurde. Er sollte eigentlich dazu dünn. Armin Sola ist ein verrückter Wissenschaftler, der zusammen mit Red Skull Steve Rogers bekämpfen will. Möchte, haben, wollen, tun. Das kannst du ja rausschneiden, oder? Da könnte nicht mal Thanos mithalten. Oder Dormammu. Oder die Filmjunkies. Oder Sam. Oder Whistle. Oder Max König. Oder Cosmo Wanda.